Hallo zusammen! Heute gibt's ein Silvester-Spezial-Video. Und zwar habe ich verschiedenste schöne Motive passend zum Jahreswechsel für euch und die werde ich euch in diesem einen Video zeigen. Das erste Motiv liegt hier schon bereit. Das ist ein bisschen was Abstrakteres, ein bisschen was ja anderes. Dann zeige ich euch noch, wie ihr schöne kleine Sternchenfeuer oder Wunderkerzen, wie sie die meisten nennen, machen könnt. Und zu guter Letzt gibt's ein ganz klassisches Lettering mit guten Wünschen fürs neue Jahr. Alle drei Motive haben eins gemeinsam und zwar arbeiten wir auf schwarzem Papier. Das liegt hier schon bereit. Ihr könnt euch, wenn ihr so ein Notizbuch habt mit schwarzem Papier, das bereitlegen. Vielleicht eine Buntbox aus schwarzem Papier oder schwarzem Karton. Hier habe ich schwarzes Aquarellpapier. Also alles, was irgendwie schwarz ist, herholen an Papier und an Stiften braucht ihr vor allem die Jelly Rolls. Und zwar liegen sie hier auch schon bereit. Das sind die Jelly Roll Metallic, die mit dem glitzernden Deckel. Da werde ich die Farben oder Farbtöne Silber, Gold, Schwarz, Blau und dieses schöne Grün benutzen. Ansonsten habe ich noch parat liegen den Jelly Roll Glaze in Schwarz. Dann noch zwei Glitzy-Stifte. Bei den Jelly Roll sind ja die ohne Glitzerdeckel, die richtig glitzern. Und zwar sind das die Stardust in Blau und in diesem Orangeton. Das kommt dann fast bronzefarben raus auf dem schwarzen Papier. Dann habe ich noch einen weißen Jelly Roll in der Größe 10 und bei einem Projekt, und zwar dem allerersten, mit dem starten wir auch, brauchen wir von Karin einen Deco Brush Metallic Stift, und zwar den in Blau. Und damit wir da so ein bisschen diesen wässrigen Effekt, den ihr hier auch sehen könnt, gestalten können, habe ich noch einen Wassertankpinsel. Das war's also und ich würde sagen, wir legen direkt los. Ich habe für dieses kleine Projekt hier, das lege ich auch mal noch zum Teil sichtbar ins Bild, Aquarellpapier genommen. Habe mir das einfach durchgeschnitten, dass es ein kleineres Format ist. Ihr könnt hier aber auch ganz normales schwarzes Papier nehmen, denn wir arbeiten mit ganz wenig Wasser. Mein Papier liegt bereit und wir starten damit mit dem blauen Metallic uns oben links sozusagen in die Ecke, ja, ein bisschen wie so eine Brandung, so eine Wellenlinie hineinzuzeichnen. Und wichtig ist, dass die Linien nicht gerade sind, sondern so ein bisschen zackig, so ein bisschen ja, kreuz und quer und unberechenbar. So ein bisschen wie wenn die Wellen auf den Strand treffen oder aufs Land treffen. Also wirklich könnte auch so eine Bergkette sein, einfach so ein bisschen krickelakrack nach oben, so nenne ich das jetzt mal. Und danach mache ich das Gleiche oder ganz ähnlich, so drunter, es muss nicht genau passen, mit dem Grünton. Und allein das sieht irgendwie schon ganz cool aus. Wenn ich die beiden Stifte genommen habe, dann nehme ich zuletzt den blauen Metallic. Und da gehe ich dann auch nochmal hier entlang. Und jetzt nehme ich aber gleich meinen Wassertankpinsel, denn die Farbe, die darf nicht so lang eintrocknen oder sollte nicht eintrocknen, denn dann lassen sich die Pigmente nicht mehr so gut lösen. Also ich gehe jetzt Stück für Stück vor und zum Teil gehe ich auch oben in die Farbe der die Grün- und Blaufarben von dem Jelly Roll Metallic, aber auch nicht immer. Das ist so ein bisschen Gefühlssache, denn ich möchte, ja, dass das einfach auch ein bisschen, wie soll ich sagen, unberechenbar, ein bisschen frei. Mir fehlen die Worte. Also es sollte nicht ganz so exakt und genau sein. Und ihr seht, ich gehe jetzt immer wirklich Step by Step ein Stückchen weiter, ziehe mir das dann hier unten rein. Also da habe ich ein bisschen Wasser im Spiel, je nachdem, was für Papier ihr habt. Wenn ihr so wie ich Aquarellpapier habt, könnt ihr auch mehr Wasser nehmen. Wenn ihr keins habt, ganz normales schwarzes Papier, dann solltet ihr ein bisschen aufpassen, dass da nicht zu viel Wasser ist, dass sich das Papier eben nicht wälzt. So, jetzt habe ich hier schon so ein bisschen meine blaue Linie. Ich möchte das hier unten aber noch weiter ausweiten. Heißt, ich kann dann noch nachträglich reintupfen, wo ich das Gefühl habe, dass mir ein bisschen Farbe fehlt. Und ich hoffe, ihr könnt das sehen. Das blaue Schimmrige von dem Metallic-Stift verteilt sich eben so ein bisschen. Also es schimmert leicht blau und den Effekt oder dieser Effekt ist gewollt. Und ab und zu gehe ich jetzt nochmal mit meinem meinem grünen Metallic Jelly Roll rein, tupfe da so ein bisschen, dass da noch so ein leichter Grünton eben auch noch mit im Spiel ist. Und das mache ich jetzt so lange, also ihr seht, das ist auch so ein bisschen Gefühlssache, bis ich das Gefühl habe, das passt mir, da ist genug Farbe im Spiel. Und ihr seht, da gibt es auch keine Regeln, das ist auch komplett Geschmackssache. Und das verteilt sich dann eben und man sieht teilweise noch die Linien und das finde ich eigentlich ganz schön. Wenn ihr das dann soweit habt und das Gefühl habt, dass das für euch passt, dann macht ihr genau das Gleiche auf der
unteren Seite. Also ich lege jetzt einfach mal mit dem Grün los. Ist eigentlich wurscht, ob mit dem Grün oder dem Blauen. Und mal jetzt hier ein bisschen kleinere Fläche. Einmal die Linie. Und danach das Ganze mit dem blauen Jelly Roll Metallic. Auch da entlang. Und dann kommt wieder mein Metallic von Karin. Und da mache ich wieder Stück für Stück immer, Step by Step, eine kleine Fläche. Verteile das eben mit meinem Wassertankpinsel. Ich habe hier eine große Spitze genommen. Ihr könnt das genauso gut mit einem Wassertankpinsel mit einer feineren Spitze machen. Ganz wie ihr Lust habt. Und verteilt das. Wichtig ist, je nachdem, was für eine Größe vom Papier ihr habt, wie viel Platz ihr habt, dass ihr in der Mitte ein bisschen Platz lasst, um da eben zum Schluss euer Lettering einzubauen. Ihr seht, hier habe ich schon einmal gekleckst, aber nicht schlimm. So, also meine blaue Welle sieht so ein bisschen so aus. Verteilt sich auch hier. Ich tupfe hier noch ein bisschen rein, dass da noch ein bisschen mehr Blau entsteht. Und da entstehen auch schöne Verläufe. Das ist auch so ein Stück weit unberechenbar. Je nachdem, auch wie viel Farbe ihr nutzt. Aber das ist ja das Besondere an diesem Motiv, dass das ein bisschen was anderes eben ist. Nicht das klassische Silvester- oder Neujahrsbild oder Motiv, das man eben so kennt. So, hier gehe ich noch ein bisschen in die Ecke unten rein und so passt das für mich. Wassertankpinsel kann jetzt weg. Der blaue, muss mal die richtigen Decke finden, der blaue Brushpen genauso und der grüne. Und jetzt kommt der goldene Metallic zum Einsatz. Und zwar starte ich einfach mal hier unten. Ich nehme mir so ein kleines bisschen Abstand, vielleicht so einen halben Zentimeter und gehe hier entlang, auch nicht genau parallel. Also ihr seht, es passt nicht immer. Und ich versuche auch hier so ein bisschen zackig zu arbeiten, dass es nicht ganz so genau aussieht. Und dann ziehe ich da eine zweite Linie nach und male das so ein bisschen aus, aber auch nur, ja, also nicht so genau. Versuche hier wirklich so ein bisschen krickelakrack-mäßig zu arbeiten, dass es ein bisschen ungenau aussieht. Weil gerade dieser Effekt, ihr seht es hier bei der Vorlage, ist eben so ein bisschen das Besondere, dass hier kleine Lücken sind, dass es nicht ganz genau passt. So, wenn ich das hier unten habe, mache ich genau das gleiche auf der anderen Seite. Dazu kann ich natürlich meine Karte oder mein Bild einfach drehen. Und dann fahre ich hier genauso entlang. Ihr seht, hier ist jetzt eine kleinere Fläche bei dem oberen Teil oder unteren, wie man es nimmt. Und hier ein bisschen mehr. Das könnt ihr ja nach Lust und Laune ähnlicher machen. Bei dem hier ist es auch ein bisschen unterschiedlich. Wichtig ist nur, dass es nicht ganz genau gleich aussieht. Also hier ist es eher so ein schöner sanfterer Bogen. Hier kommt eine Spitze raus. Also versucht da einfach so ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Wenn ihr das hier habt, kommt wieder die zweite Linie. Und dann das Ganze so ganz grob ausmalen. Und wenn ihr das soweit fertig habt, dann geht es an die Punkte. Wichtig ist bei den Punkten, dass ihr nah an der goldenen Linie, wenn ihr in dem Bereich seid, viele Punkte malt. Teilweise male ich mir auch wirklich so kleine Pünktchen, die dann ein bisschen dicker sind. Und je weiter ihr von der Linie weggeht, desto größer sind die Abstände der Punkte. Also hier ganz nah bei der goldenen Linie sind sie nah beieinander, die ganzen Pünktchen. Und je weiter weg ich gehe, desto mehr Abstand haben sie. Heißt, ihr müsst viel weniger Pünktchen setzen. Und auch das ist so ein bisschen Gefühlssache. Da kann man natürlich mit einer Technik vorgehen und wirklich nacheinander so Reihe nach der Reihe, mir fehlen die Worte, vorgehen. Aber ich mache das auch hier so ein bisschen, ja, nach Gefühl. Vor allem ist es schwieriger, weil die Linien ja auch zackig sind, dass man da wirklich sich Reihe für Reihe durcharbeitet. Das passt jetzt so für mich auf dieser Seite hier. Und jetzt mache ich diese Pünktchen hier unten auch nochmal. Nah an der goldenen Linie kommen viele Punkte. Je weiter weg ich gehe, desto weniger. Und wenn ihr das dann habt,
Dann geht es ans Lettering. Und zwar habe ich hier in der Mitte eben meine Fläche freigelassen. Und da schreibe ich zunächst mit dem weißen Jelly Roll in der Größe 10 einfach nur Hello hin, wenn ich das Jahr so begrüßen will. Beleg gerade, schau gerade, ob es auch wirklich trocken ist. Also gut warten, bis hier unten alles trocken ist. Und dann können wir einmal Hello schreiben. Das haben wir schon mal. Und dann kommt da runter mit dem schwarzen Glaze 2021. Ich mache das jetzt so ein bisschen versetzt. Das passt mir hier einfach so ein bisschen besser rein, wenn ich das versetzt mache. Und weil ich hier so ein Fleckchen habe, der mir nicht gefällt, mache ich da jetzt einfach mal spontan hier und da ein Herzchen hin. So war es nicht in der Vorlage, aber so kann ich den ungewollten Patzer wieder ausgleichen. Was ich dann noch mache, ganz zum Schluss, wenn das alles soweit trocken ist, dann nehme ich mir einen blauen Stardust. Das sind die Stifte, die so richtig glitzern, und setze hier ins Wasser sozusagen, also in diese, ja, sieht ja so ein bisschen aus wie so eine Welle, die auf Land trifft, setze ich mir so ein paar kleine Glitzerpunkte. Wirklich nur so minimal. Ich schaue mal, ob man die überhaupt hier sieht. Es glitzert ganz, ganz, ganz leicht im Meer. Das ist einfach nur, ja, weil ich Glitzer so gerne mag. Das müsst ihr natürlich nicht machen. Aber das mache ich jetzt noch. Und dann ist mein erstes Motiv auch schon fertig. Da seht ihr es hier, das war meine Vorlage, das war mein erster Versuch und so sieht die zweite Version aus. Also immer so ein bisschen anders, aber das ist ja auch nicht schlecht. Das nächste Motiv, das ist wirklich ein ganz klassisches Silvestermotiv, und zwar malen wir ein Sternchenfeuer, und das geht mit diesen Jelly Rolls tatsächlich super easy. Wir fangen zunächst an mit dem silbernen Metallic-Stift und ziehen uns da einfach eine Linie. Das ist jetzt dieses Stückchen, an dem wir unser Sternchenfeuer, unsere Wunderkerze festhalten. Dann kommt ein Teil der Wunderkerze. Dann nehme ich mir meinen schwarzen Metallic, wo das Feuer noch nicht abgebrannt ist. Und da male ich mir hier einfach so ein kleines Stückchen, sieht dann so gräulich aus, eben mit dem schwarzen Metallic nach oben. Und dann lasse ich hier eine Lücke frei. So ein bisschen Platz, vielleicht so Finger, wie so der Zeigefinger, so breit ungefähr. Natürlich, je nachdem, wie groß euer Sternchenfeuer sein soll. Und nach diesem Platz, ich mache da mal so einen kleinen Strich, ich hoffe, ihr könnt das gut erkennen, geht es hier oben weiter. Und zwar ist mein Sternchenfeuer ungefähr so lang. Und was jetzt wichtig ist, dass ihr so ein bisschen wackelig arbeitet. Denn wenn ihr euch mal so ein abgeglühtes, abgebranntes Sternchenfeuer anschaut oder Wunderkerze, dann werdet ihr sehen, das sieht so ein bisschen, ja, das ist nicht schön ordentlich abgebrannt, sondern ein bisschen, die Kanten sind ja nicht ganz so schön weich und rund. Also so sieht es am Anfang aus. Hier haben wir den schwarzen Glaze genommen, hier von Jelly Roll, hier den Jelly Roll Metallic in Schwarz und hier in Silber. Und wenn das Ganze dann getrocknet ist, ich wage es jetzt schon mal, obwohl es noch nicht trocken ist, kommt hier in die Mitte ja ein goldener Fleck. Das ist da, wo gerade das Sternchenfeuer so richtig brennt, wo gerade die Flamme ist, wo die Sternchen rauskommen. Und da seht ihr, male ich einfach so ein bisschen einen goldenen Bereich. Gar nicht kontrolliert, das ist nicht unbedingt ein Kreis, das ist auch hier so ein bisschen hingekritzelt. Und aus diesem Kritzel, aus der Kritzelei der goldenen, ziehe ich mir so ein paar Fäden raus. Manche sind ein bisschen länger, manche kürzer. So, ihr seht, ist auch so ein bisschen wie so ein Sonnenstrahlen. Manche gehen wirklich richtig weit raus. Und dann kommen dazwischen, ja, wie kleine Mini-Sternchen, aber auch da arbeite ich nicht ganz genau. Also ihr seht, wenn ich das mal näher ranhalte, das sind ab und zu einfach auch wie so kleine Mini-Kritzelpünktchen. Das sind jetzt keine ganz genauen Sternchen, die ich dahin male. Denn bei so einer Wunderkerze, da spritzt und funkt es ja, aber da kann man ja nicht unbedingt wirklich Sternchen oder sowas erkennen.
Pünktchen sind auch das nächste Stichwort. Ich baue mir dann hier und da wirklich schon so kleine Pünktchen mit ein. Dazu tupfe ich einfach nur mit diesem goldenen Metallic von Jelly Roll überall drumherum, zwischen die Linien. Wichtig ist, dass es nicht alles gleich aussieht. Also ich habe zwar hier eine lange Linie und hier, aber ab und zu kommt dann doch mal so ein Sternchen, dann mal wieder ein Pünktchen. Und was ich dann auch gerne mache, ist am Ende dieser langen Strichle auch nochmal so kleine Striche machen. So, als ob es da wirklich nochmal Funken sprüht. Das mache ich eben auch überall bei den langen Strichen. Dann kommen noch mehr Punkte dazu. Noch ein paar nach außen, die wirklich rumsprühen. Also diese Wunderkerze gibt alles. Da fliegen die Sternchen und die Funken. Das ist auch immer so Gefühlssache und man muss auch irgendwann mal aufhören. Ich mache jetzt hier noch da, wo der schwarze Stift war, auch noch einen Strich durch. Und zum Schluss wirklich noch hier und da ein paar Pünktchen. Vielleicht welche, die noch ganz nach außen geflogen sind. Und schon habt ihr euer ganz eigenes Sternchenfeuer oder Wunderkerze. Ich habe heute gelernt, dass nur ich oder fast nur ich Sternchenfeuer sage und die meisten das Ding hier Wunderkerze nennen. Aber so habt ihr eine super einfache Wunderkerze. Dann könntet ihr noch ein Lettering dazu schreiben. Happy New Year, frohes Neues. Und das wäre auch ein tolles Motiv, wenn man vielleicht eine Karte verschenken will. Das war also Motiv Nummer 2. Und ganz zum Schluss geht's zum dritten Motiv. Und zwar ist das ein bisschen aufwendiger. Da braucht ihr ein bisschen mehr Zeit als bei den vorherigen Motiven. Ich lasse mal das hier noch so ein bisschen ins Bild reinschauen. Dieser schöne goldene Effekt. Wichtig ist da, dass ihr euch ein paar Begriffe überlegt, wenn ihr zum Beispiel jemandem ein frohes neues Jahr wünschen wollt und dass ihr mit eurem Bleistift ein bisschen vorzeichnet. Das werde ich jetzt erstmal machen und dann erzähle ich ein bisschen was dazu. So, ich habe meine 2021 vorgeschrieben. Als allererstes kommt jetzt der goldene Metallic zum Einsatz. Und was ich jetzt mache, ist eben meine vorgezeichneten Linien nachzeichnen, ungefähr bis zur Mitte der jeweiligen Ziffern. Also ihr könnt euch hier eine imaginäre Linie vorstellen, da stoppt ihr dann mit der Farbe. Und wir malen dann wirklich die komplette Zahl jeweils aus. Und das mache ich jetzt erstmal mit allen 4 Zahlen. Wenn ihr das habt, kommt jetzt der Stardust, der Jelly Roll Stardust in diesem orangelichen Ton. Da seht ihr die Spitze und die Farbe so ein bisschen. Die kommt jetzt zum Einsatz. Was ich aber immer noch mache, weil das hier schon leicht eingetrocknet ist, ist, dass ich nochmal so ein paar Strichle runterziehe mit dem goldenen Metallic. Und dann gehe ich hier direkt rein und ziehe mir ein bisschen von der Farbe auch wiederum mit runter, dass sich das schön vermischt, dass da nicht so eine gerade Kante entsteht, sondern dass sich die beiden Farben so ein bisschen verblenden. Das ist jetzt ein Blending, was wir machen, ein ganz kleines mit 2 Farben sozusagen. Und dann geht es daran, dass ich den unteren Teil mit diesem Stardust ausmale. Also ich mache genau das, was ich eben oben mit dem Metallic Gold gemacht habe, hier unten mit diesem orangenen Bronzeton, so nenne ich den jetzt mal. Und das mache ich jetzt genauso bei allen Farben weiter. Wichtig ist dieser Übergang, damit der sanft gelingt, ist einfach nochmal kurz mit dem Metallic-Stift reingehen, dass die Farbe flüssig ist und dass man sich ein bisschen Farbe mit runterziehen kann. Sonst hat man eben so ganz, so ganz radikale Übergänge und das möchte man ja nicht. Man will ja, dass die Farben so ein bisschen ineinander fließen. Und das gelingt eben damit. Und das mache ich jetzt erstmal fertig. Musik.
So, wenn ihr das dann habt und es schön glitzert und glänzt, und das ist hier der Fall, es glitzert wie wild und glänzt, dann kommt wieder mal der schwarze Glaze zum Einsatz. Und mit dem umrande ich jetzt alle Zahlen, dass die noch so ein bisschen Kontur kriegen. Wie ist die 2021? Die steht also schon mal. Wenn das Ganze gut getrocknet ist, dann geht es darum, mit dem weißen Jelly Roll drumherum schöne Wünsche, Neujahrswünsche zum Beispiel. Einfach nur Happy New Year. Vielleicht kann man drauf schreiben, viel Glück. Was auch immer man eben möchte, kann man dann drumherum lettern. Und das mache ich jetzt einfach so ein bisschen nach Gefühl. Wenn ihr unsicher seid, überlegt euch vorher, welche Begriffe rein sollen. Ihr könnt immer, zeige ich euch dann auch mit Kringeln, so ein bisschen was ausgleichen. Ihr könntet auch nur was drunter schreiben oder einfach nur Happy New Year drüber. Ich will jetzt hier einfach um diese Zahl herum ganz viele kleine Mini-Letterings gestalten. Und das zeige ich euch jetzt gleich. Das Ganze ist dann doch ein bisschen anders geworden. Hier wollte ich eigentlich neues Jahr, neues Glück schreiben und habe dann mich ein bisschen vertan und habe dann Neujahrsglück draus gemacht. Dazwischen überall ein paar Kringel, ein paar kleine Strichle, die so ein bisschen aussehen sollen wie ein Feuerwerk, ein paar Kleeblätter und Herzchen und schon habt ihr wieder ein neues und ein ganz anderes Motiv mit einem goldglänzenden Glitzerblending. Da seht ihr es dann zum Schluss und das könntet ihr eben auch auf einer kleinen Karte zum Beispiel gestalten. Ihr seht, mit wenigen Stiften, vor allem mit wenigen Jelly Rolls, lassen sich super viele schöne unterschiedliche Dinge zaubern. Hier seht ihr nochmal alle drei Motive im Bild. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren und falls wir uns nicht mehr hören oder sehen, wünsche ich euch einen ganz wunderbaren Jahreswechsel und alles, alles Gute für 2021. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Wir freuen uns riesig, wenn du uns hier bei YouTube abonnierst. Ansonsten findest du uns natürlich auch bei Instagram oder besuch doch unseren Shop. Da gibt's alle Stifte, die wir hier vorstellen. Falls du Interesse hast, haben wir natürlich auch viele weitere Stifte, Tests und Videos in unserer Playlist.